Hallo, herzlich willkommen zu diesem Blick hinter die Kulissen. Hier ist der Bildschirm und hier ist der Hintergrund und hier steht die Kamera. Ein perfektes Set. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Eidukum Mubarak, wa kulami wa antum bekhair. Vielleicht hört man an meiner Stimme, ich bin ein wenig erkältet. Und deswegen machen wir heute, würde ich sagen, mal einen Laun. Oh, ich habe schon mal einen Turm. Der ein oder andere mag sich daran erinnern, dass wir schon mal über das Mariko Aoki-Phänomen gesprochen haben. Das war, als asiatische Frauen speziell in Bibliotheken immer einen Drang danach bekamen, ihren Darm zu entleeren. Und ich habe mich in dem Zuge mal gefragt, gibt es noch mehr dieser kulturbezogenen oder regionalbezogenen Syndrome, die in anderen Teilen der Welt vielleicht eher nicht auftreten? In Dubai they say, welcome to Dubai. And in Austria, schleich dich du Ausländer. Und da bin ich auf einiges gestoßen und ich würde sagen, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Denn das ist wieder richtig weird. Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über kulturgebundene Syndrome. Beim Paris-Syndrom handelt es sich um eine psychische Erscheinung, die meistens Japaner betrifft, die die Stadt Paris besuchen. Die Erscheinungsformen äußern sich zum Beispiel in Schwindel, Kurzatmigkeit, Herzproblemen, Angstzuständen bis hin zu wahnhaften Episoden. Man geht davon aus, dass es einen Zwiespalt gibt zwischen der Vorstellung von Paris, die Japaner haben, bevor sie die Reise antreten, und dem tatsächlichen Bild in Paris, wenn sie dort sind, und einer Enttäuschung, dass die Stadt nicht das ist, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Dazu passt das sogenannte Jerusalem-Syndrom, was seit 1930 auftritt und jährlich ungefähr 100 Personen betrifft. Die sind nämlich plötzlich der Meinung, eine Person aus der Bibel zu sein. Es äußert sich genau genommen dadurch, dass sie zum Beispiel Hotelzimmerbettlaken sich umwerfen und anfangen, auf offenen Plätzen plötzlich zu Menschen zu predigen. Es hat sich zudem gezeigt, dass Menschen mit vorherigen psychischen Episoden oder vorherigen Aufenthalten in stationären Einrichtungen eher davon betroffen sind, als Menschen, die sowas nicht haben. Nach ein paar Tagen im Krankenhaus verschwindet diese Krankheit so schnell, wie sie gekommen ist. Persönliche Eintragung von Captain Kevin vom Föderationsraumschiff Yamato, Sternzeit 300.787, Nachtrag. Typisch für den japanischen oder koreanischen Raum sind ja die Besonderheiten im zwischenmenschlichen Umgang. Taiyin Kuifusho ist eine Angst, die sich dort ausgebreitet hat. Es geht speziell um Ängste im zwischenmenschlichen Verhalten. Sozusagen haben die Betroffenen nicht etwa Angst, dass sie irgendwas Dummes tun oder etwas Dummes sagen, sondern sie haben Angst, dass sie den anderen beschämen. Und zwar kann das sein durch, dass man selber stinkt oder dass man schlicht einfach hässlich ist. Und genau aus dieser Angst stehen dann psychosomatische Beschwerden wie Herzrasen, Schwindel oder Angstzustände. Und das kann so weit gehen, dass man aus Angst, den anderen zu beschämen, sämtliche sozialen Verbindungen kappt und alleine lebt. Dazu passt Hikikomori aus Japan. Man geht davon aus, dass zurzeit 1 Million Männer in Japan, vornehmlich Männer, sich komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen haben. Alle gesellschaftlichen Verbindungen wurden gekappt und nur in Notfällen wird überhaupt das Zimmer, geschweige denn überhaupt vielleicht mal das eigene Heim, verlassen. Die Betroffenen verlieren jegliche Lebensfreude, sind scheu und überhaupt nicht mehr kommunikativ. Sie sind vermehrt nachtaktiv, hängen die ganze Zeit vorm Computer oder vor dem Fernseher ab, um sich zu beschäftigen. Ein zusätzliches Problem ist, dass Familien, deren Familienangehöriger sich so zurückgezogen hat, vermehrt eine Scham empfinden und sozusagen dieses Verhalten eigentlich verstecken. Oder sogar noch verstärken, indem sie demjenigen Essen zuschieben oder auch sonst nichts gegen diese Isolation unternehmen. Also ich bin wirklich, ich verfalle hier in Depression.
Die Ghost Sickness der Navajo-Indianer ist nicht zu verwechseln etwa mit dem Begriff der Geisterkrankheit, also einer Krankheit mit Symptomen, wo man sich eine Herkunft nicht erklären kann. Die Symptome der Ghost Sickness sind Enge im Brustbereich, Schwäche, Angstzustände, Schwindelgefühl und Atemprobleme. Man geht davon aus, dass sich diese Krankheit dadurch entwickelt hat, dass gesetzlich den Navajo-Indianern die Bestattungsrituale verboten worden sind. Und dadurch stellte sich bei denen der Glaube ein, dass die verstorbenen Verwandten nicht wirklich in die andere Welt übertreten können und sozusagen in dieser Zwischenwelt als Geister weiterleben müssen. Und diese Vorstellung, dass ein geliebter Mensch quasi festhängt und nicht ins sogenannte Paradies einziehen kann, ist eine so schreckliche Krankheit, dass die Leute mitunter wirklich daran verzweifelt sind. Stellenweise wird diese Krankheit auch mit der sogenannten Zar-Krankheit in Äthiopien in Verbindung gebracht, wo man das Gefühl hat, dass ein geliebter Mensch nicht nur nicht übertreten kann, sondern Besitz von einem ergriffen hat. Und jetzt wird es ein bisschen speziell, denn in Indien gibt es die wahnsinnige Angst, dass man durch eine Ejakulation einen Teil seiner Lebensenergie verliert. Gleichzeitig glauben die Betroffenen, dass man mit einer enthaltsamen Lebensweise unendlich lange leben kann, was zu so Auswüchsen führt, dass sie jedes Mal ihren Urin untersuchen, ob nicht doch vielleicht ein bisschen Lebensenergie abgegangen ist. Psychologen wissen nicht genau, ob das Ganze mit dem Wunsch, ewiges Leben zu erlangen, zusammenhängt oder mit einem falsch verstandenen Hintergrund der Tantra-Praktiken. Echte Männer sind für Frieden. Echte Männer tun etwas fürs Klima. Echten Männern ist die Sexualität, Herkunft und Religion anderer egal. Ähnlich Dat in Indien gibt es in China die Störung namens Sheng Kui. Manche Chinesen glauben nämlich, dass durch eine Ejakulation das Yin und Yang durcheinander gebracht werden kann. Und dementsprechend folgen dann auch körperliche Symptome nach, wie zum Beispiel man es von Entzugserscheinungen kennt. Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel bis hin zu Atemstörungen oder gar psychosomatischer Impotenz. In wirklich schlimmen Fällen kann dies laut chinesischer Medizin zum Tode führen. Hintergrund des Ganzen ist vielleicht eine falsche Aufklärungslehre, die man so kennt. Man erinnert sich vielleicht in den 60ern, dass gesagt wurde, von Masturbation gibt's Rückenmarkschwund. Und wenn man sowas zu ernst nimmt, dann bildet der Körper im schlimmsten Fall tatsächlich Symptome aus, die einen dann wirklich plagen können. Koro oder Suo Yan bezeichnet die irrationale Vorstellung, dass sich das eigene Genital in den Körper zurückziehen könnte und man daran stirbt. Das betrifft übrigens nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die das dann auf ihre Brüste oder die Schamlippen projizieren. Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, haben wirklich Todesangst und versuchen dann mit mechanischen Geräten oder so das festzuschnallen oder festzuklemmen und dieses Einziehen zu verhindern. Und es wird noch krasser, 1967 ging das Gerücht um, dass Schweinefleisch zu einer genitalen Retraktion führen könnte und das Ganze ist dann als Massenphänomen aufgetreten. Zieht euch das rein. ARD ZDF Deutschland Radio Betriebsservice 5065. Call! Wer bist du? Wer ist dieser Leute? Bitte, ich brauch Hilfe. Ich habe das Geld bezahlt. Vor 4 Jahre lang. Ich habe keine Fernseher zu Hause. Aber ich muss das bezahlen. Für was? Das Resignationssyndrom betrifft vor allen Dingen Migranten, speziell in letzter Zeit Migranten, die in westliche Länder einreisen. Ausgelöst wird das Ganze durch diesen Schwebezustand, in dem sie sich befinden, wenn sie noch keine Aufenthaltserlaubnis haben, sodass sie halt irgendwie in der Schwebe hängen. Psychosomatisch schlägt sich das natürlich nieder und sorgt für Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, depressive Episoden bis hin zu Gewalt gegen sich selbst oder gegen andere. Paleng oder auch Kryophobie genannt, ist die völlig unbegründete Angst zu erfrieren. Und zwar
bei 30 Grad Außentemperatur. Das Faszinierende daran ist, dass das Individuum weiß, dass 30 Grad draußen sind oder dass der Raum ausreichend beheizt ist. Man hat aber Angst tatsächlich vor einem einfachen Windzug. Das Gefährliche daran ist, dass tatsächlich die Betroffenen das Haus nicht mehr verlassen, aus Angst, irgendwo nass gespritzt zu werden, in einen Regen zu kommen oder einen Windhauch abzubekommen. Dazu passt übrigens die deutsche Angst vor Durchzug. Tja, und nun haben wir alle das Erschöpfungssyndrom. Ich gehe nun ins Erkältungsbad und ihr geht jetzt am besten raus. Vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und achtet auf eure Mitmenschen. Bis nächste Woche. Ciao. Ich bin zum Entschluss gekommen, auf dieser in dieser Branche sind, dass es viele Hater gibt. Ja, ich Hater bleiben. Zwei Optionen. Sprich mit meiner Hand oder krieg die harte Tour von meiner Hand zu spüren. Also, da ist noch viel mehr, von wo das herkommt. Bleibt sie easy.